Fakt ist, dass Moritz nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen wird. Das ist definitiv so. Das hat uns der Berater mitgeteilt. Wo er jetzt spielen wird, das weiß ich nicht. Das wird dann Moritz zum gegebenen Zeitpunkt kommunizieren. Aber er wird auf jeden Fall nicht mehr nächstes Jahr oder in der nächsten Saison bei Energie Cottbus spielen. Wie schmerzhaft ist das für Sie? Ja, na, ich meine, wir haben ihn ausgebildet hier im Nachwuchsleistungszentrum und wir hätten gerne noch mit ihm weitergearbeitet. Das haben wir auch immer dokumentiert. Wir haben uns ja auch immer sehr bemüht, schon von Anfang an, das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, schon seit Herbst ungefähr, dass wir wollen, dass er verlängert. Moritz hat sich jetzt anders entschieden, das muss man dann aber irgendwie auch akzeptieren. Er will jetzt woanders den nächsten Schritt machen, das ist seine persönliche Entscheidung, das respektieren wir und ja, von daher sind wir natürlich traurig, aber ja, wie gesagt, akzeptieren das. Wenn wir mal unterstellen, dass die Saison doch noch irgendwie fortgesetzt wird, befürchten Sie bei ihm dann negative Einflüsse jetzt, dass er mit den Gedanken woanders ist schon, oder sagen Sie, das steckt er weg? Nein, also Moritz ist hier groß geworden, er lebt doch ja den Club ein Stück weit und will natürlich sich auch gut verabschieden und von daher habe ich da gar keine Bedenken.